Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt und zwar The Way of the Hunter. Ja, das Spiel ist jetzt erst bei Steam vor ein oder zwei Wochen erschienen. Und habe mir gedacht, ich bringe einfach mal ein paar Folgen. Hin und wieder werde ich mal auf Twitch streamen. Aber wir gucken jetzt ganz einfach mal rein, wie es so ist. Ob es mit The Hunter Call of the Wild mithalten kann. Werden wir gleich sehen. Sieht sogar mal sehr, 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 sehr schön aus. Ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht angezockt. Ich hoffe, es ist auch nicht zu laut. Um ehrlich zu sein. Aber es sieht nicht so danach aus. Das scheint ich wohl zu sein. So. Ruf meinen Großvater an. Hier ist Wallace Elliot Willow. Hallo Papa. Ich bin bald beim Jagdhaus. Dein Handy hat mysteriöserweise schon wieder alle Kontakte gelöscht. Wollte helfen. Nurse Ellen wollte mir helfen, aber sie meinte, sie könnte mir zu. Ich helfe dir dabei. Und wenn du zurückkommst. Oh, ich bin so dankbar, dass du dich entschieden hast, mir auf der Bier den Ranch zu helfen. Konkurrenz wird jeden Tag größer. Ethisch. Gejagtes Fleisch mit staatlicher Prüfung klingt nach einem ziemlichen... Du würdest dich wundern, aber die Nachfrage steigt mit jedem Tag. Und mit dem Schwindel über die Ausbreitung der Krankheit... Was? Ich kann dich nicht hören. Eva, kannst du mich jetzt besser hören? Ja, viel besser. Die Verbindung im Valley ist wirklich schlecht, also mache ich schnell. Ich habe dir vorgestern ein Paket geschickt, aber ich weiß nicht, wann es ankommen wird. Fühl dich einfach wie zu Hause und vielleicht begrüßt du deine alte Freundin Echo. Du weißt ja, es ist schon eine Weile her. Interessant. Gott, wie lange ist schon her? 10 Jahre. Ich hoffe, du hast deinen Schlüssel dabei. Oh Gott, die habe ich vergessen. Was mache ich jetzt nur? Keine Sorge, er saß schon an seinem üblichen Platz. So. Gut, ich bin da. Ich rufe dich später an. Sei nett zu den Krankenschwestern. Ja, Opa liegt im Krankenhaus. Okay. Sag du ihnen Nacht. Ein kleiner. Aber ich sollte dich ab jetzt wieder sowohl River nennen. Willkommen im Nespers Valley. Oh krass. Sieht echt genau aus. Way of the Hunter. Also ich muss sagen, bis jetzt diese Einleitung finde ich echt gut gelungen. Sieht schon sehr interessant aus, sehr nice. Ziele umschalten. Keine Mission aktiv, okay. Jagdgespiel, cool. Ah, okay, das ist... Das wird wohl das Handy so ein bisschen... Na, springen kann man jetzt auch. Interessant. Na, ist es zugeschlossen? So, klar. Muss aber mal den Schlüssel erstmal suchen. Wow. Wow. Also da würde ich gerne mal Urlaub machen. In so einer Hütte. Urlaub machen, das wäre so mega. Parkplatz. Ne, Ersatzschlüssel im Briefkasten. Wo ist denn der Briefkasten? Briefkasten... bestimmt irgendwo da vorne. So. Also. Briefkasten öffnen. Ah, okay. Jetzt kann ich hoch zur Tür gehen und die aufschließen. Jetzt, da geht's auch rein. Krass. Also, wow. Wow. Wichtigstück zuerst. Die Party kann beginnen. Oh. Ausrüsten. Oh, eine schöne Flinte. Oh. Lager. Ausrüsten. Sekunde, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Okay. Schade. Ich find's herrlich, wie das hier knistert. Ein Buch.
Kleiderschrank. Ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen im Haus hier um. Hier ist ein Laptop. Oh, ein Laptop. Kann man auch nutzen. Aber der kann ich übers Menü, so wie es aussieht. Richard Knox, okay. Oh, herrlich. Herrlich. Also, Diorama. Hollywoods Vater, okay. Kann ich das Ding anschalten? Schade, das wäre nur mega gewesen, wenn du das, dieses, den Plattenspieler anhättest schalten können. Diorama. Ach so, hier kann man dann die Trophäen, die man hat, draufstellen. Ah, okay. Finde ich sehr nice gemacht. An sich, bis jetzt. Offen. Hier auf den nordwestlichen Park kommt. Benutze das Fernglas. Okay. Oh, wow. Wow. Man hat echt. Eins. Zwei und drei. Bis bald, Echo. Sieh dir die Karte im Büro an. Okay. Wo ist denn das Büro? Das ist unten. Das Büro ist unten. Ich finde es interessant, dass die Story so ein bisschen einleitend ist. Ist das das Büro? Ja, das ist das. Ah. Ist zwar mehr Schlafzimmer wie Büro, aber naja. Aber viele schlafen ja im Büro. Neu entdeckt Grasland, Lebensraum, Nespers. Die Offenheit des Landes wird anfangen, ebenso zu sagen wie den erfahrenen Jagdveteranen. Auf den Wiesen finden Fasanen oder Dachse ein leichtes Auskommen. Und das hohe Gras bietet genug Schutz für eine Vielzahl kleinerer, aber größere Wildtiere. Krass. Ich würde gerne wissen, wie groß Inspektionskarte. Ne, das habe ich schon gesehen. Das habe ich gerade schon gesehen. Ich will. Mit Tab. Ah, okay. Oh, es ist doch bis. Oh, das ist doch ein bisschen größer, wie ich gedacht habe. Ich hätte sie gedacht, so. Will denn der jetzt hin? Der will nach draußen. Kleinen Moment. So, okay. Entschuldigung, ich musste ganz kurz niesen. Oh, ein Auto. Stimmt, mit dem. Das dann, das da. Egal. Fahrzeug einsteigen. Okay. So, wir müssen jetzt. Könnt jetzt aber auch. Oh, geil. Aber du bist hier wirklich verloren. Bin ich schon wieder irgendwie. Schön zum Urlaub machen, wenn du einfach nur raus willst, kannst du in der Natur spazieren gehen. Aber auf so einer Hütte, wie gesagt, hätte ich auch Bock. Einfach in den Bergen, wo dir keiner auf die Nerven geht, wo du alleine bist. Erst Hupe. Ah, okay. Oh, Fasane. Ich hoffe, ich fahre jetzt auch richtig hier lang. Aber es sieht jetzt nach links, was? Hier durch, okay? Und Schwung. Vielleicht erinnere ich mich doch noch an die Straße. Folge der Straße und nimm die erste Abzweigung nach rechts zu einem improvisierten Parkplatz. Okay, das scheint der Parkplatz hier zu sein, ne? So. Achso, Eva aussteigen, okay. Da bin ich halt noch ein bisschen wie im GTA drin, irgendwie. So, ich soll den Weg bis zu einer Leiter folgen. Gehe zu Fuß weiter die Hügel hinauf, erreiche die Leiter und klettere hinauf. Das mache ich. Sehr, 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 sehr interessant.
Aber so richtig typisch irgendwie leicht wie in Österreich. Bloß in Österreich sind halt mehr Bäume, oder? Ich war nämlich 20? 20 war das, glaube ich. War ich nämlich in Österreich gewesen, wandern. Und da sah das so ähnlich aus. So, geht zu Fuß weiter in den Hügel hinauf. Ich hätte hier hochfahren können. Das hätte der Jeep locker geschafft. Da muss ich hin. Irgendwo da. Ups. Ich finde es interessant, dass Bzit, bzit, bzit. Es geht hier. Oh. Oh, leider benutzen. Ich finde es bis jetzt das Spiel an sich. Da bist du ja. Oh, krass. Begrüße Echo. Und dann. Long time no see, my friend. Gut, dich wiederzusehen. So, Mission abgeschlossen. Jetzt darf ich bestimmt wieder Besucher den Schießstand, um deine Schießkünste zu verbessern. Ah, okay. Wo ist der Schießstand? Bestimmt weit weg, oder? Oh ja, das ist fast wieder das ganze Stück zurück. So. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wahnsinn. Hätte ich da gleich mit dem Auto hochfahren können, oder? Na gut, egal. Sehe ich mal was von der Natur so. Ob ich jetzt mal querfeldein gehe, weil das Auto steht ja da. Ich gehe jetzt hier einfach mal querfeldein nach unten, weil da steht das Auto. Ich muss sagen, ich finde es bis jetzt schon echt geil. Echt schön geworden, das Spiel. Suche den Schießstand. Ach so, ja. Die Mission habe ich schon gerade gelesen. Kann ich über den Zaun springen? Oh ja, ich kann über den Zaun springen. Nice. So. Geht's ganz zurück. Könnte ein bisschen schneller fahren, das Fahrzeug. Gott, wo es sind Feldwege. Fängt es an zu regnen, oder was? Nee, doch nicht. Mal, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Links hoch. Nach links muss ich hier schon. Stimmt, hier lang muss ich. Oh, Fasane. Jede Menge Fasane. Aber ich bin mal gespannt, wie es mit der Story jetzt hier weitergeht. Geht das jetzt, ist das jetzt schon hier? Ja. Hier ist die Storyline. Ah, hier ist der Schießstand. Okay, gibt es hier einen guten Parkplatz oder kann ich mich einfach hier bloß davor stellen? Ich mich einfach bloß hier. So. Okay. Okay. So. Ah, so kann man scrollen. Ah. Wo sehe ich denn, wie viele Meter das sind? Oh, interessant.
Okay, ja, nachladen ist ganz normal. Wie bei den ganzen Spielen. Du musst dein Gewehr anschießen. Schau durch das Zielfernrohr und stell es auf 50 Meter ein. 50 Meter. Wo kann ich... anschießen? Moment. Ha. Zoom anschießen. Ist die Frage, welche trifft einen Hirsch am tödlichen Stelle? Trifft es. Okay. Volltreffer tödlich getroffen, das war ein guter Schuss. Schießen. Okay. 150 Meter. Ah, okay. Okay, meine Maus spinnt irgendwie. Ich kann nie so richtig scrollen. Achso, ich muss auch nachladen. Das sollte man nicht vergessen, um ehrlich zu sein. So, dann probieren wir es irgendwie. Will meine Maus nicht so, wie ich will, scrollen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, woran das liegen kann, dass diese Maus dann bloß auf... Meter. Oh, hier. Krass. Aber drüber. Und 200 Meter sind viel zu weit für einen sicheren Schuss auf einen Hirsch. Muss da drüben scheint ein Zettel zu hängen. Ah, okay. Inspizieren. Hey Wallace. Hey Wallace, vergiss nicht, dich um die Dachse zu kümmern, die hinter dem Jagdhaus ihr Unwesen treiben. Mit freundlichen Grüßen, ich selbst, du vergesslicher Kauz. Okay. Also geh auf den Hochsitz beim Dachs-Desaster. Wo ist denn der Dachs-Desaster? Der wird bestimmt bei uns hinterm Haus sein. Aber gut, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von der Folge. Das war die, besser gesagt, von der ersten Folge, The Way of the Hunter. Oder Way of the Hunter. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich muss gucken, wie ich diese Videos hochlade, wie ich es zeitlich immer hinschaffe, weil ich werde vielleicht immer bloß 2-3 Folgen die Woche bringen und dann halt die Story durchspielen. Das wird nicht im Livestream kommen, deswegen. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da, schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Discord-Link lasse ich auch unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein, tschüss!